einzig und allein den Menschen mit seinen Leiden in den Mittelpunkt zu stellen. Dieses Leitmotiv, das auf den Gründer des Ordens der Barmherzigen Brüder, Johannes von Gott, zurückgeht, gilt heute mehr denn je als mächtiger Impuls für den Orden. So präsentiert sich das St. Veiter Krankenhaus der Barmherzigen Brüder mit all seinen Abteilungen als ein Haus mit Herz und Kompetenz. Rund 10% der Kärntner Bevölkerung sind adipös, also gefährlich übergewichtig. Gefährlich ist nicht nur das Übergewicht selbst, sondern vor allem auch die damit verbundenen Begleiterscheinungen. So steigt das Risiko zahlreicher anderer Erkrankungen wie Hypertonie, koronare Herzerkrankungen, Diabetes mellitus oder Gelenkserkrankungen. Zudem treten Krebserkrankungen bei adipösen Patienten wesentlich häufiger auf. Auch ohne offensichtliche Erkrankungen reduziert sich die Lebenserwartung drastisch. Hier gilt es gegenzusteuern, solange noch die Möglichkeit dazu besteht. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan hat darum in ihrer chirurgischen Abteilung unter Primarius Universitätsdozent Dr. Jörg Czmielitsch das Leistungsspektrum erweitert und eine eigene Abteilung für Adipositas-Patienten eingerichtet. Die chirurgische Behandlung des Übergewichts ist in vielen Fällen die einzige Methode, die solchen Patienten hilft, da die schon viele Diäten, medikamentöse Therapien durchprobiert haben, die alle zu keinem Erfolg geführt haben. Wir beschäftigen uns jetzt seit 5 bis 6 Jahren speziell auch mit einer Unterabteilung mit diesen Patienten oder mit dieser Erkrankung und haben versucht, das wirklich in einem Gesamtkonzept einzupacken. Ich bin seit 25 Jahren für die Diät- und Ernährungsberatungen zuständig und mir obliegen die Patienten der Adipositas-Ambulanz. Diese werden mir von der Ambulanz zugewiesen und es ist ganz wichtig für mich und auch für den Betroffenen, dass sie vor der Operation die Ernährungsberatung machen, weil es einfach wichtig ist, vorher zu wissen, was kommt vom Essen her, von der Ernährung auf mich zu, weil ja einfach die krankhafte Adipositas eine Essensproblematik darstellt und vor allem ein krankhaftes Essen für viele Patienten nachvollziehbar ist. Und hier ist ein großes Aufgabengebiet, die Adipositas-Chirurgie. Mittlerweile haben wir ein großes Patientengut aufgebaut. Es werden jährlich ca. 80 bis 90 Patienten behandelt und operiert und nachkontrolliert. Mit Oberarzt Dr. Klaus Baumgartner steht ein anerkannter Chirurg auf dem Gebiet der Adipositas-Chirurgie zur Verfügung. Er wird dabei von einem interdisziplinären, speziell geschulten Team unterstützt. Das bedeutet, dass Vorbetreuung mit psychologischer Betreuung, Diätbetreuung, dann die ambulante Versorgung der Patienten, die Operation, die Nachbehandlung, alles unter einem Dach erfolgt. Und auch gewisse Abteilungen und Räumlichkeiten des Krankenhauses extra für adipöse Patienten adaptiert worden sind. Es ist natürlich ein Risikoeingriff. Jeder Übergewichtige hat ein erhöhtes Operationsrisiko. Der Eingriff ist durch das starke Übergewicht deutlich schwieriger als bei einem Normalgewichtigen. Es zahlt sich aber aus, wenn man die Erfolge nach der Operation sieht. Und man muss auch postoperativ auf der Intensivstation entsprechend eingerichtet sein für diese Patienten. Das bedeutet auch, dass man eigene Hebevorrichtungen, Kräne installieren muss, um diese Patienten, wenn sie sozusagen noch beatmet werden, drehen, heben und versorgen kann. Weil das einfach für das Personal nicht machbar ist, 250 Kilogramm schwere Patienten aufzustellen ohne mechanischen Hilfen. Und das muss man eben dafür Sorge tragen, dass das eben alles vorhanden ist. Da die konservative Therapie einschließlich sportlicher Betätigung, psychologischer Betreuung, medikamentöser Unterstützung und entsprechender Diät bei morbid adipösen Patienten zu 97% scheitert, hat sich die Chirurgie nicht zuletzt aufgrund der Weiterentwicklung der minimalinvasiven Techniken zur effektivsten Behandlungsmethode etabliert. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder hat auch eine eigene Adipositas-Ambulanz eingerichtet, die Betroffenen jeden Freitag ab 8.30 Uhr zur Verfügung steht. Mit der Adipositas-Abteilung leistet das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit der Kärntner Bevölkerung.